Nein! Was? Let's go, Digga, come back to Was? Bruder, ich bin raus, Alter! Hey, Leute, CrimeX hier und heute gibt's mal wieder einen weiteren Fortnite-Modus auf meinem Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Start ins Wochenende, wenn ihr das Video seht. Und heute mit dabei ist Blaze! Juhu, ich bin auch dabei! Yeah! Auf jeden Fall, heute haben wir uns mal wieder was Neues für euch überlegt. Und zwar, herzlich willkommen zu Schere, Stein, Papier-Modus in Fortnite. Ha! Ich würde sagen, gönn ich jetzt erstmal den Erklärungspart und dann viel Spaß mit dem Video. Ach ja, meine Freunde, und Wettschulden sind ja bekanntlich Ehrenschulden. Bei dem V-Bucks Wars Modus hatten wir ja irgendwie so einen Score von 4500 Punkte. Deswegen dachte ich mir, ich werde hier nochmal 40 Euro in PSN-Karten verlosen für V-Bucks. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Gewinnspiel, Leute, Kommentar schreiben, Like da lassen, abonnieren, ganz wichtig. Und auf Instagram folgen und euren Instagram-Namen dazu schreiben bei dem Kommentar, damit ich euch dann auch erreichen kann. Let's go, Leute. Und damit herzlich willkommen zum Schere-Stein-Papier-Modus in Fortnite. Die Regeln sind wie immer ganz simpel und zwar funktioniert es im Prinzip wie normales Schere, Stein, Papier eben mit diesem Emoji. Man weiß ja nicht, ob man eben Schere, Stein oder Papier bekommt. Das Ganze wird 5-mal hintereinander gemacht und jedes Mal darf der Gewinner eine Waffe verbessern. Sprich, am Anfang hat man nur graue Waffen, wenn man gewinnt, darf man eine grüne nehmen, diese grüne darf man danach zu einer blauen machen und so weiter und so fort. In der zweiten Runde wird das Ganze sogar noch extremer und zwar, wenn man gewinnt, darf man eine Waffe upgraden und von dem Gegner sogar eine Waffe downgraden. Und mit diesen Waffen macht man dann am Ende einen epischen 1-gegen-1-Fight mit 3 Leben. Nehmt euch jetzt wie immer 2 Sekunden Zeit, um dem Video eine Bewertung dazu lassen. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Lasst uns über die 10.000 Likes verprügeln. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lasst uns die 1,5 Millionen Abonnentenmarke knacken. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Okay, meine Freunde, ich denke mal, damit sollten die Regeln nun klar sein. Und deswegen, Toni, bist du bereit? Let's go. Auf zu dem Loot. Okay. Jeder schnappt sich erstmal 5 von seinen grauen Waffen hier. Ich wollte gerade sagen, wir sind nur 4 in der Box, aber alles gut. Okay, dann komm mal her. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du auch bereit? Ich bin auch bereit. Okay, dann. Weil dann würde ich sagen, warte mal ganz kurz. Okay. Weil dann würde ich sagen, Schere, Stein, Papier beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Oh, unentschieden sogar. Also okay, darf jeder ein Upgrade nehmen oder nochmal? Ich würde sagen, noch wiederholen, dass wir es unentschieden sind. Okay. Dann. 3, 2, 1, let's go! Boom! Nein. Stein schlägt immer zu, Alter! Das heißt, ich krieg nun ein Upgrade. Ich darf eine von meinen grauen Sachen jetzt zu einer grünen Sache machen. Und ich würde sagen, ich glaube, am cleversten ist, wenn wir hier die graue M16 mal wegpacken und es zu einer grünen machen. So. Okay, haben wir schon mal einen Waffen-Upgrade uns reingepackt. Okay, kommen wir nun zur zweiten Runde. Und ich würde wieder sagen, 3, 2, 1, go. Let's go. Und? Oh, nein! Alter! Schere! da muss los, Was haben wir denn hier Schönes? Ich überlege, ob ich jetzt noch eine grün machen soll. Ah, nein, ich weiß nicht. Sicher? Ja, das ist jetzt... Das ist schwer jetzt, aber ich gehe jetzt direkt blau. Ich will direkt eine Baba-Waffe haben. Ich hole mir hier mal direkt eine die AK, die blaue AK. Weil die Waffe habe ich jetzt quasi schon mal safe, ne? So, jetzt gewinne ich aber auch mal so. Ich würde sagen, es geht weiter. Dritter Anlauf. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, let's go. Was? Junge, jetzt hör doch mal auf damit, dass ich doch mal gewinne. Bruder. Digga, ich heb hier gleich ab. Alter, du kannst ja gar nichts machen. Komm, ich mache jetzt mal die zweite. Da tun wir mal hier die grüne MP reinhauen. Ups. Ey, hast du hier gerade was geklaut? Nein. Hier, eine grüne Waffe lag hier drin, in dem blauen. Wir nehmen uns jetzt nämlich hier die... Wo ist sie jetzt? Hier, die grüne MP. Haben wir jetzt auch schon mal geupgradet. Eine MP ist auf jeden Fall auch immer wichtig im Zweikampf. Jo, darf ich vielleicht auch mal gewinnen, hi. Okay, dann würde ich sagen... das vierte Mal, Schere, Stein, Papier in 3, 2, 1, let's go! Nee, also das ist jetzt, jetzt bin ich beleidigt. Jetzt bin ich wirklich beleidigt. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal gewinne. Junge, ich verliere hier jede Runde, was soll das? Das tut mir ja schon fast ein bisschen leid, ne? Ja, graue Waffen, was soll das? Okay, Leute, das fünfte Mal, dann geht's in den Fight rein. Bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1, ich werde eh wieder gewinnen. Oh, Gleichstand. Okay. Also komm. Wiederholung. Ja, Wiederholung. 3, 2, 1, go. Jetzt sag ich das mal, dann bringt's auch Glück. Siehst du, Oha!
Siehst okay, du? Er hat auch einmal gewonnen, aber egal, ich gönne ihm seinen Sieg. Das ist ja korrekt, Digga. Ja, ein grünes Upgrade, cool, freu mich. Sehr gut. Okay, meine Freunde, das heißt, es geht jetzt direkt erstmal in den ersten 1 gegen 1 Fight und dann, meine Freunde, wird es hier nochmal in die Auswahl gehen, weil danach werden wir nochmal 5-mal gegeneinander Schere, Stein, Papier machen und dann darf man sogar, wenn man verliert, oder wenn man gewinnt, sogar von dem Gegner gute Sachen wegwerfen. Also es wird gleich noch extremer, das heißt, es kann gleich nochmal alles ändern. Bist du bereit, Bruder? Ich bin sowas von bereit. Ja, komm, warte, wir machen hier am besten hier vorne 1 gegen 1 Session. Okay, und dann würde ich sagen, der Fight beginnt in 3, 2, 1, go, Leute! Oh nein, nicht mit Holzbau. Guck mal, er hat viel früher angefangen. Gar nicht. Du Bummi. Miese Lüge. Jo, kann ich vielleicht auch nochmal nach oben kommen? Nein. Was ist denn bei mir gerade los? Och nee. Oh mein Gott. Och nö. Direkt. Digga, direkt dreimal Headshot bekommen, bin direkt schon fast Schild tot. Shit weggemacht, Leute, so müssen wir das hier machen. Da müssen wir dem Toni mal zeigen. Hoho! Ja, graue Waffen. Ja, was soll Bruder, ich habe halt wirklich sehr, sehr gute Waffen. Direkt Ehre genommen, Leute. So muss das sein. So, meine Freunde. Also, Toni hat ja gerade wirklich gar keine Chance gehabt. Aber ich hatte halt auch echt viel, viel stärkere Waffen. Aber es ist noch gar nichts entschieden, weil das war nur so eine kleine Vorrunde. Das epische 1 gegen 1 am Ende, wo man eben mit Best of 3 macht. Also, jeder hat quasi 3 Leben. Entscheidet letztendlich, wer der Gewinner in dem heutigen Video ist. Deswegen komm mal her, Bruder. Ey, hast du gerade eine Waffe geholt? Nein, ich leg die hier, weil du hier grüne reinlegst. Also die Sache ist, die ist halt jetzt einfach noch alles offen, weil wir werden das Ganze jetzt nochmal machen mit Schere, Stein, Papier. Und diesmal wird es halt eben richtig krass, weil wenn man gewinnt, darf man eine Waffe upgraden und von dem Verlierer eine Waffe downgraden quasi. Das wird jetzt richtig heftig werden. Ja, bei mir gibt es da nicht viel zu verlieren. Das ist die Sache, du hast da nicht viel zu verlieren. Ich habe da schon einiges zu verlieren, aber okay, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, let's go. Jetzt gewinne ich aber. Nein! Ah, Max, okay. Nein. Dann muss ich kurz überlegen, was du für, also wo du was hast. Aber ich glaube, du hast auf dem zweiten Slot irgendwas Krasses oder die Shotgun ist es. Deswegen nimmst du den zweiten Slot jetzt. Ja. Und tausch den und gegen downgrade. Einen Revolver ab. Nee, übertreib mich, nur einfach ein Downgrade machen. Ach so, okay. Also von blau auf grün wieder so. Von blau. Digga, er will direkt meine AK zu einem Revolver machen. Scheiße. Und du darfst upgraden, ne? Hast du gemacht? Ich darf upgraden. Alter, genau. Das, jetzt, ey, das wird jetzt richtig mies nochmal. So, ich hab jetzt hier meine wunderschöne blaue AK. AR jetzt endlich mal. Okay. Let's go, Digga. Dann okay. Komm, nächste Runde. 3, 2, 1, let's go. Was? Let's go, Digga, Comeback des Südens hier am Start. Nein. Okay, ich muss überlegen. Okay, dann nimmst du jetzt die andere Pumpgun. Oh, und tausch die auch noch aus. Ey, oh, das tut weh, Leute. Das tut richtig weh. Let's go. Und auch was. Ey, alles, warum? Ich verliere gerade wieder alles, Mann. Ey, komm. Und ich darf wieder upgraden, was? Ja, du darfst upgraden. Warte mal, muss ich erstmal gucken hier. Ich glaube, ich nehme hier eine ganz entspannte blaue Pump, deswegen... Auf easy, Max. 2 blaue Items. Ja. Wie geht's? Schön. Hatte ich gerade auch noch. Egal, komm. Nächste Runde. Okay. Schere, Stein, Papier. 3, 2, 1. Let's go. Komm. Zerfetz ihn jetzt. Was? Bruder, ich bin raus, Alter. Muss los, Bruder. Ey. Muss los, Bruder. Oh mein Gott. Okay, dann nimmst du jetzt den dritten Slot. Ja, das ist eh noch graues Zeug bei mir. Ach so. Alter, Leute, ich muss wieder eine graue... Digga, back to the roots und ich darf hier erstmal schön upgraden, ne? Grüne MP. Oh mein warte Gott. Hier. Aber egal, wir dürfen noch zweimal machen. Also ich muss jetzt eigentlich beide Male gewinnen, sonst ist es komplett lost, Leute. Okay. Gott, okay. Bist du ready, ja, Max? Ja, 3, 2, 1, let's go. Komm, Schere, Stein, Papier. Oh. Komm, zerfetz. Oh, Gleichstand. 3, 2, 1, let's go. Jetzt aber. Oh. Digga, was? Ey, mein Leben zieht gerade an mir vorbei. Junge, du hast gleich komplett graue Sachen. Ich habe jetzt nur noch graue Sachen. Echt? Ich bin full grau jetzt. Digga. Ey, das kann doch nicht sein. Okay, meine Freunde, das letzte Mal. Ich habe gerade einfach 4-mal am Stück verloren. Ich habe nur noch graues Zeug. Es kann eigentlich nicht mehr schlechter werden. Aber komm, das muss mich jetzt retten. Bist du bereit, okay. Bruder? Ich bin ready. 2, 1, let's go. Und? Unentschieden. Nochmal. 3, 2, 1, go. Ich hab schon. Dein? Auch noch was? Nochmal unentschieden. Okay, 3, 2, 1, let's go! Ja! Woo! Wenigstens noch einen Sieg habe ich geholt. Okay, das heißt, ich darf noch eine Sache upgraden. Und ein Slot von mir. Und ein Slot von dir. Also, erstmal, ich glaube mal, ich werde mir. Digga, ich glaube, ich werde mir hier eine MP nehmen. Aufgeregt. Ich werde mir eine MP nehmen. Und, ja, Digga, du kannst auf jeden Fall mal deine M16. Oh!
Du kannst mal schön deine M16 auf grau machen. Hast du schon eine blaue M16? Nein, nein. Hey, ach so, die meinst du, ne? Ja, die blaue, klar, Digga. Okay, die blaue M16 musst du runter machen. Ja, let's go, Digga. Egal, hey, ich hab eine nice Pump. Ja, ich hab nur graues Zeug. Aber egal, das letzte hat mich noch ein bisschen gerettet. Ich würde sagen, jetzt gibt es wieder ein 1 gegen 1, aber diesmal Best of 3. Dieses Best of 3 wird jetzt generell entscheiden, wer hier heute der Gewinner von dieser Episode ist. Bist du bereit, Toni? Ich bin sowas von bereit. Ich weiß noch gar nicht, ob ich bereit bin. Das fette 1 gegen 1 am Ende wird es natürlich wieder in der Leaky Lake Arena geben, meine Freunde. Und jetzt wird's fett werden. Übrigens gerade im Full-Weihnachts-Outfit hier mit dem Süßkramkleid noch. Okay, Blaze, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Dann würde ich sagen, die erste 1 gegen 1 Runde startet in 3, 2, 1. Let's go, meine Freunde. Komm, wir gehen direkt rein. Er kommt direkt in die Mitte hier. Das zählt hier aber nicht, Max. Um aufs Fernkampf zu gehen, habe ich eh keine Waffen, deswegen... Okay, das war der erste Hit. Deswegen werde ich hier direkt drauf gehen. Digga, du kämpfst immer so richtig ehrenlos. Warum ehrenlos? Nein! Nein! Oh mein Gott, Digga. Digga, da bringt dir dein besserer Loot auch nichts, Alter. Junge, du machst so viel Schaden mit deiner scheiß MP, was soll ich da machen? Wenn wir gegen Maximilian Patches es kämpfen. Maximilian Patches. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Junge, Alter, kannst du mal... Richtig Glück gehabt. Kannst du mal wie ein Mann spielen? Oh mein Gott, Digga. Junge, zerfetzt. Erste Runde geht an mich, Alter. Okay, Max, bist du ready? Ja, ich leg schon los, Bruder. Aha, okay. Guck mal, ja, dann schieße ich direkt erstmal wieder deinen Boden weg, damit du erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückkommst. Digga, das Wort Ehre kennst du nicht, Alter. Junge, du wirst jetzt trotzdem abgezogen. Boah! Fuck, er drückt mir echt einen Shot, Digga. 34er. Leider nur. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Du hast jetzt Highground des Todes. Leider. Wo ist er? Schon der Blazy. Oh, kleiner Blazy. Boah! Boah, Digga, er hat mir so... War das ein Best of 3 oder wer zuerst 3 Punkte hat? Oh, da muss ich jetzt richtig... auf Schwitzer-Mode gehen? Nein! Digga, warum treff ich ihn nicht? Junge, ich treff... Oh! Oh, was? Oh mein Gott. Okay. Shit. Okay. Ich hatte aber nicht mehr viele Leben gehabt. Da hast du mich ehrlich gesagt gut gedrückt, Mann. Also, meine Freunde, 1-1 steht es jetzt aktuell. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde. Die entscheidet... Siehst du mich? Ja, ne? Ja, hier. So, kannst du losgehen? Ja. Okay, ready. Komm. Let's go, meine Freunde. Ich hasse den Typ, ne? Kennt ihr diese Leute, die im 1 gegen 1 immer nur eure Sachen wegschießen? Mittlerweile mache ich das aber auch nur, um dich abzufacken. Ja, ich hab... Wo ist er? Oh. Junge, du Bummi! Getroffen? Okay. Ist der Max? Hier hinten. Nein! Oh mein Gott. Ganz vergessen. Nein. Oh mein Gott, Bruder. Bist du? Muss die fetten. Boah! So ein Glück, ne? Max! Boah! Alter! Oh mein Gott! Ich bin fast down, Lol, ich hab dir aus Lacken richtig fetten 111er Headshot gedrückt. Jetzt, oh mein Gott, Leute, Toni darf nicht gewinnen diese Episode. Ich Schluss mit lustig, Mann. Nein! Oh mein Gott! Nein! Bruder, ich hab dir gerade so gedrückt, ne? Wie viel Leben hast du? Ich hab 5 Leben! Wie viel hast du? Auch nicht viel, ohne Spaß. Wo bist du? Ich bin da, wo du nicht bist. Oh! Ich hab mich getroffen. Digga, ich hab auch nur noch 16 Leben. Okay, wer den letzten Hit macht, hat gewonnen. Oh mein Gott. Yeah, Leute! Win ist da! Aber war wirklich harte Fights, Leute. Richtig harte Fights, aber so machen die Fights am meisten Spaß. Verprügelt den Like-Button, checkt gerne Blaze noch aus und schreibt mir einen Kommentar. Ich wünsche jetzt noch einen entspannten Start ins Wochenende und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.